Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. Okay. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler, ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwehrtabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey, du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hot-Botigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Speer der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droggelot und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Hä? Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unrast. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Was tue ich? Das ist die große Frage. Da geht's zum Koboldklamm. Ich kann hier jetzt die alle angucken, das mache ich auch mal. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Schnippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Sir Droggelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Droggebecher? Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Droggebecher. Na gut. In seinem Mithril-Harnisch. Aha. Petrulla saß am Feuer und beobachtete den Teekessel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke, Petra. Das reicht wohl. Oh, weißt du, gestern, da bin ich zum Einkaufen gegangen und da war so eine voll tolle Robe mit goldenen Strickmustern. Ich musste die sofort anprobieren und habe voll gemerkt, dass ich das dann total hübsch aussehe. Weißt du? Also so mächtig, aber auch total hübsch. Weißt du? Also mächtig, aber hübsch. Ja, und die Robe hatte goldene Muster. Also weißt du, gestern da beim Einkaufen. So war das, gell? Ja. Mhm. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Ist das nicht Droggelbecher? Geheimnisvoller NPC? Also wenn es nicht... Ach, das ist Droggelbecher. Ja, wer ist das denn dann? Steht mal mit dem. Nanu? Wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin. Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin.
Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Darf sie nicht die Beherrschung verlieren? Ist das eines der Verbote? Naja, ich rede mal mit Petra. Petrulla? Erschreck mich doch nicht so! Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache! Aha! Angriff! Kobolde! Kessel! Schlafen! Kobolde. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Kessel? Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören. Aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Aha. Kessel bewachen? Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen. Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal wache, dann pennst du ein. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du dann nicht auf den Kessel aufpassen? Nein. Schade. Ich bin nämlich extrem müde. Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal. Ja, vielleicht. Aber erstmal rede ich mit den anderen. Warum ist gerade mein Mauspfeil so komisch? Drogelot sah prächtig. Ein Drogelot. Na gut. Ich kann mit dem nicht reden. Warum geht das gerade nicht? Wechsel mal den Screen. Ach, jetzt sind wir hier. Sieh an, sieh an. Ist das etwa die legendäre Streitmacht Hotmotigos? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köstlich. Oh, so zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. Immer nur die Beine hochlegen und Tee trinken. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Meine Späher haben mir von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Abwarten und Tee trinken. Lillegrim kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. Dieser Wanderer. Den es scheinbar gilt zu besiegen. Ihm hier. Denn, der macht ja scheinbar, dass wir hier alle nichts machen dürfen. Und nun funktioniert mein Mauspfeil wieder, Gott sei Dank. Ich rede mal mit Roggelbecher. Hallo Lillegrim. Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelot am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln
unter der Kapuze gesehen? Ja, der ist auf jeden Fall der Harvey. Und deshalb, ja. Mal sehen, was noch daraus wird. Warum so aufgeregt, Lillegrim? Hast du etwa irgendetwas über unseren Begleiter in Erfahrung gebracht? Psst. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Solange wir ganz ruhig bleiben und die Nerven nicht verlieren, sind wir den Kobolden immer einen Schritt voraus. Der Wanderer hat recht. Nichts ist so dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Was hat der davon, wenn wir hier das so machen? Keine Ahnung. Angriff! Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Oh Mann. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Oh, ihr seid ja so langweilig. Das ist doch hier ein Abenteuer-Action-Adventure-Rollenspiel. Mein Gott. Steht doch nicht einfach nur so rum. Hallo, Lillegrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Wow. Und schon amüsiert? Das war so spaßig. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde, der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Eine Kugel, bei einer Kugel bleiben. Ach, keine Kugel. Drei Kugeln, 55. Am besten mal gar keine. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Yay, er schläft. Können wir nehmen. Es handelt sich um eine normal große Jonglierkugel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mein Jonglierkugel-Kompendium nicht dabei. Dann nehmen wir die mal. Hey, und jetzt schläft er. Und die bekommen wir doch bestimmt auch noch zum Pennen. Zum Pennen. Du, ich passe auf dein Feuer auf, gell? Du kannst schlafen. Ja, ich glaube, das könnte man jetzt noch 20 Mal machen und es wird nichts passieren. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du dann nicht auf den Kessel aufpassen? Ja, kann ich machen. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen.
Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Oh, die Schlacht. Gut, dann pennt die auch. Und jetzt nur noch ihn. Ich glaube, was anderes können wir es echt nicht machen. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Nee. Bist du etwa auch so müde wie ich? Die Augen gehen immer weiter zu. Vielleicht klappt's ja jetzt. Ja, nur noch ein bisschen. Ui! Da 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 da. Jetzt können wir die Feuerscheite nehmen, Holzscheite. Nicht Feuer, Holz. Und den Kessel können wir nicht nehmen, aber na gut. Und wie es in der nächsten Folge weitergeht, schauen wir dann. Juhu, bis dahin. Tschüss.